Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, werte Frau Vorsitzende, die SPD formiert sich mit Erzengel und Infernales gerade neu, um die restlichen 23% auch noch wegzubekommen. Ich bin der Meinung, wir sollten Ihnen dabei behilflich sein. Denn wir können bereits auf Kreisebene durch eine selbstbewusste und bürgerorientierte Politik einen solchen Prozess generieren. Wir sollten besonders die bereits erreichten Ziele festigen und ausbauen, und das heißt, zunächst unseren Oberbürgermeister weiter stärken und mit geschlossener Tatkraft unterstützen. Wir müssen mit Inhalten reagieren und wir werden mit Inhalten reagieren, mit neuen Themen aufwarten, die Wurzeln unseres politischen Tuns kennen und zur Situation interpretieren. Wir müssen und werden den Menschen Mut machen, ihnen Sicherheit geben und dazu die rechte Freiheit entwickeln, dann klappt es auch mit sozialer Marktwirtschaft. Vertrauen muss gelebt werden, Diskussionen sind offen zu gestalten. Erst dann bleiben wir die Volkspartei, die draußen erkannt wird und die unsere Gesellschaft zusammenhalten kann. Unsere Streitigkeit muss der kräftige Arm sein, der von unserem politischen Gegner gefürchtet wird. Liebe Parteifreunde, an meiner Vita hat sich ansonsten wenig verändert. Ich sage an der Stelle immer noch mit der ersten Frau verheiratet. Die Söhne 2 Jahre älter, 12 und 16. Und wie das dann auch bei mir geschieht, hat die Biologie die oberflächlichen Furchen vertieft. Aber auch das sehe ich nicht unbedingt als negatives Kriterium an. Ich habe gerne bislang in dieser Partei gearbeitet und ich würde es unverändert gerne weiter tun. Und zwischendurch auch ein bisschen an dem Lenkrad drehen, um mit an der Richtung bestimmen zu können. Ich bitte Sie daher um die Stimme erneut auch für die stellvertretende Position. Meinen herzlichen Dank an Sie.